SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Das ist der Jan Fitze. Seit über 10 Jahren arbeitet er beim Schweizer Fernsehen. Ja, sag mal, es fängt schon wieder gut an. He? Als ich gehört habe, ich komme meine eigene Sendung über, habe ich gedacht, wow, endlich kann ich all das machen, was ich schon jemals wollte. Nicht ganz. Die Redaktion entscheidet, was Jan zu tun hat. Er übernimmt eine Winterhütte, die Eschata d'Or. Das hat Seraina Bernet organisiert. Wir gehen ins Engadin, in meine Heimat. Und ich darf mir anzeigen, wie wunderschön es dort ist. Aber nicht nur das. Er hat noch ein paar Zusatz-Challenges. Ich glaube, die eine findet er lässig und die andere weniger. Beste Pistenverhältnis. Wird viel auf der Ski sein, denke ich. Après-Ski. Ein bisschen etwas arbeiten, aber hauptsächlich schon Fun, Sun and nothing to do. That is what we wanna do. Nicht ganz. Der Jan hat alle Hände voll zu tun. In und um die Hütte. Da musst du auch mal arbeiten. Auf 3.500 Meter bei minus 18 Grad von Schweiz. Die einzige kleine Sorge ist, ich habe ein bisschen den Hang zum Überborden. Manchmal. Darum hoffe ich, ich bin nicht schon am Tag 2 schon komplett am Ende. Ich bin eigentlich schon ausgebrannt. Was willst du noch? Oh, bin ich jetzt schon wieder auf Sendung? Nein! Ja, komm ich mal. Das ist SRF bei den Leuten. Winterhüttengeschichten. Fitze übernimmt. Hast du gerade hier zum Bahnhof gekommen? Alexander kommt jeden Moment vorbei. Alexander ist unser Hüttenwart. Könntest du mir eigentlich noch auf Engadinisch, wie sagt man, Rätoromanisch, etwas beibringen? Lieber Alexander, ich freue mich sehr, eine Woche bei dir zu sein. Habe ich schon erwähnt, dass er Südtiroler ist? Okay. So ein Witz. Gehen wir auf den Mond. Buonasera! Ich bin Südtiroler, von Engadin, gell? Hey, jetzt habe ich so viel geübt. Wie? Jetzt habe ich so viel geübt. Alles für Katz. Hoi. Wir müssen Südtirolerisch lernen. Südtirolerisch. Kommst du, wie sagt man dort? Kommst du aus der gleichen Ecke wie der Dominik Paris? Das ist der einzige Südtiroler, den ich kennen tue. Ah, alles ganz gut. Und jetzt noch dich. Der Platz im Pistenfahrzeug ist beschränkt. Einer kann mit mir viel fahren und alle anderen hole ich dann. Der Rest läuft. Ja. Nein, nein, kann ich sagen. Rasenmeier. Also, komm ein bisschen laufen, geht warm. He? Ah, da kannst du die Spuren lesen. Zu Fuss ist es eine gute Stunde vom Bahnhof Madulein bis zu der Hütte. Ah, Servus Alexander! Servus. Danke für den Taxidienst. Fahren wir, oder bleiben wir stehen. Wir gehen. Gut. Eigentlich könntest du ja du fahren. Ja? Ja, ja. Wenn du früher oder später musst du sowieso mal fahren. Gehört das jetzt schon zur Ausbildung? Ja. Musst du bremsen? Ja. Bremsen tut's da alleine. Alleine? Ich weiß nicht einmal, wie der Karren aufgeht. Also. So gut. Ja, ja. Bist mit dem jeden Tag unterwegs? Ja. So. So. Sind wir da?
Das ist jetzt deine Hütte? Das ist meine Hütte. Wow, mit automatischer Schiebetür. Das ist ja Luxus. Das braucht es auf der Halb jetzt. Echt? Ja. So, also eingetreten. Hat er jetzt noch andere? Das ist die Marion, meine Angestellte. Hallo. Jan, hallo. Freut mich. Das ist der David, der Pistenfahrer. Hallo. Jan, freut mich. Ja. Das ist der Vorraum für die Küche. Also, du hast noch Angestellte? Eine. Okay. Und brauchst du mich überhaupt? Die brauche ich schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht genug zu tun habe. Wacht nur ab. Riesengroße Küche. Also, du machst da Südtiroler Spezialitäten? Großteils alle Südtiroler Spezialitäten. Das heißt, ich mache dann auch Südtiroler Spezialitäten? Wir machen es zusammen. Ah, du und hast nicht ich nur zeigt... Vertrauen, dass ich das selber nicht Das ist schön. Was werden denn so meine Aufgaben sein bei dir? Immer so, du machst alles. Was ich mache, musst du alles auch machen. Ich mach's dir vor und du machst mir nach. Ja. Und ich passe dahinter meinen Kochlöffel. Wenn du das falsch machst, kriegst du eines auf den Kopf. Und idealerweise musst du am Ende der Woche nicht mehr so viel machen, wie ich es mache. Das schauen wir uns dann an. Er hat immer noch kein Vertrauen. Der sieht nicht, dass da eine Kapazität steht. Nein, ich kenn schon deine Filme schon gesehen. Ah, du hast schon geschaut? Ja gut, dann ist natürlich so blöd. Ist ja. Natürlich blöd. Wie sagt man den Spruch, du bist nicht so blöd, wie du ausschaust. Gut. Na wohl, also Tradition, oder eigentlich Südtiroler Tradition, ist ein blauer Schurz. Meine Ruhe will ich haben. Meine Ruhe will ich haben. Ja, das ist auch mein Motto. Schon? Ja. Das ist gut. Boah, neu. Probe tragen. Siehst du mal, wie viel arbeiten, bis er so ist wie der, gell? Dann gehen wir in das Zimmer. Mhm. Schauen wir so in die Hütte. Und der gehört auch zu der Hütte. Wie heißt der? Ben. Ben? Ja. Der gehört auch zu mir wie die Hütte zu mir und alles. Gut. So. Das ist ein Zimmer. Das kannst du dir dann aussuchen. Kann ich aussuchen? Ja. Aber eigentlich müsst ihr den hier vorfacht lassen. Ist das das schönste Zimmer? Ja, das ist das wärmste. Und du hast das Gefühl, sich einer sollte hier schlafen. Ja. Das ist jetzt ein Doppelzimmer. Oh, das würde mir auch noch gefallen, ja. Ja. Ah, und was vielleicht noch wichtig ist, Alexander. Ja. Am besten funktioniere ich bei etwa 8 bis 10 Stunden Schlaf. Dann bin ich wirklich auf Zack. Aber dann musst du jetzt schlafen gehen. Was ist, bist du morgen bei der Arbeit noch nicht auf? Für heute ist für mich jetzt Feierabend. Für dich ist Feierabend. Und wann erwartest du mich morgen? 8. Schneeräumung. 8. Schneeräumung, Terrasse. Terrasse. Dann bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht dann. Danke. Ja, gut. Ja, ciao. Glatter Typ, so ein kerniger Südtiroler. Ein Spruch nach dem anderen. Aber ich glaube, wenn ich es nicht richtig mache, dann könnte er wahrscheinlich schon einmal noch meine geigen. Darum ist jetzt die Strategie. Morgen strenge ich mich jetzt mal an. Und nachher lasse ich es dann vielleicht langsam durchschleifen. Aber morgen Full Power. Gut. Arrivar. Zehn Stunden Schlaf sind es definitiv nicht geworden. Aber der Jan kann nicht mehr länger liegen bleiben. Es gibt einiges zu tun in der Hütte. Auch wenn er anders im Sinn hätte. Hey, da oben hat der allerschönste Pool von Schneehang. Und wenn es so kalt ist, ist auch der Schnee perfekt. Das ist dann, wenn du das Gefühl hast, du fliegst eigentlich. Du hörst auch kein Geräusch mehr, weil es tut nur ein bisschen so stäuben und du hast das Gefühl, du bist auf einem anderen Planeten. Aber ich muss jetzt in den Einsatz. Alexander wartet. Chef! Hundekette. Buongiorno. Ich bin mega parat. Immer Plastikschaufel, nicht Eisenschaufel, gell? Schnell oder gründlich? Machst eher. Er muss man in der Früh schnell machen, weil dass die Sonne noch ein bisschen mitarbeiten kann.
Mein Motto ist natürlich schnell und gründlich. Ben! Wow! So viel zum Thema schnell schaffen. Und? Wenigstens ein bisschen Tiefschneefeeling gibt es ja da doch noch. One eight. Ich habe mir Tiefschnee gewünscht und ich habe ihn bekommen. Oft muss man seine Wünsche konkreter äußern. Weißt du, dass du das Gefährt hättest? Falls du mal noch in den Tiefschnee willst, hättest du das Gefährt? Mit dem? Ja. Oh, der hat aber so eine Stange in der Mitte. Wer ist echt schneller durch? Er oder ich? Contest, Ben. Wenn du nicht mehr hüpfst, hör ich auf. Okay, Ben, noch einer. Kommt, kommt, kommt. Da musst du einmal schaffen. Auf 3.500 Meter bei minus 18 Grad an von Schweiz. Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane. Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Oh oh, Chef! Ja, jetzt eben doch noch angefangen mit gründlich. Ja, das ist schon gut. Aber normal bin ich schon fertig. Das ist auch, weil jetzt ein bisschen lang gesessen ist, kalt gewesen. Sonst geht es schon leichter. Ja, ja, du brauchst mega viel Kraft, um die meisten Leute würden es gar nicht rausbringen. Ja, man. Ich komme in ca. 10 Minuten. Nein, 10 Minuten schaffst du es nie. Okay. Sie stehen doch noch mal eine halbe Stunde mehr draus geworden. Für all die Leute, die mal das Gefühl haben, 5.50 Franken für eine Schale in so einer Beiz ist einfach zu viel. In diesen 5.50 Franken ist natürlich auch meine Arbeit drin. Überlegen Sie sich das immer. So, jetzt brauche ich Pause. Jetzt aber zügig zurück zur Arbeit. Bald kommen Tagesgäste und Jan hat noch keine Ahnung, wie das Bestellungssystem funktioniert. Die Marion erklärt es ihm. Schließlich muss er ab heute übernehmen. Tisch 5, können Sie auf Tisch 1, ist einfacher. Ja, nein, das macht doch alles keinen Sinn. Ich bin nicht parat, aber es geht jetzt los. Und wie? Die ersten Gäste sind schon da. Allegra! Benvenia. Ah, Sie kommen gar nicht aus der Gegend hier. Nein, aus Bayern. Aus Bayern? Jetzt komme ich einmal da ins Engadin. Der Koch kommt aus dem Südtirol. Südtiroler, ja. Die Gäste aus Bayern. International. Und der Kellner aus dem Thurgau. Kennen Sie das? Ja. Gut. Was wollen Sie trinken? Oder wollen Sie zuerst einmal die Speisekarte? Eben erst mal die Speisekarte. Gut. Hallo, Janina. Oh, neue Gäste. So schön. Guten Tag, ich komme gleich. Also, dann Prost. Adieu, macht's. Sie sprechen wahrscheinlich Schweizerdeutsch. Ja. Ich bin ein bisschen durch den Wind mit den verschiedenen Sprachen. Ja, ja, das ist gefordert, gell? Oh nein, jetzt kommt da noch irgendeiner mit Berndeutsch oder. Wow! Was Berndeutsch? Walliserdeutsch. Ah, Walliser? Walliserdeutsch. Ja gut, ich komme gerade mit der Karte. Das ist gut. Guten Tag.
Tag, der Herr. Woher? Ist da oben. Ich nehme gerne einen Ah, Sie wissen es schon. Kaffee-Creme. Oh, gut. Professionell wirken, das A und so. Sind Sie da oben? Ich habe heute meinen ersten Tag, 1, 2, 3. Ah ja. Ja, ja, ja. Sie sind erst mein dritter Kunde. Steilen Einstieg. Brutal. Guten Tag. Jawohl. Shit. Was hat er jetzt bestellt? Müll, alkoholfrei und Kaiserschmarrn. Süße Speisen, aber Kaiserschmarrn habe ich ihn gefragt, mit welcher Soße. Was hat er gesagt? Für Strudel. Ich muss noch mal. Nein, Kaiserschmarrn. Und jetzt versuche ich mal zu läuten, schauen, ob du reagierst. Die Aufgabenteilung ist klar. Jetzt machst, bringst du mal den raus, dann sind sie jetzt kalt. Wo ist denn das Tablett? Habe ich das draußen liegen lassen? Alex macht die Küche und der Jan kümmert sich um die Gäste. Am ersten Tag schaut ihm Marion noch ein bisschen auf die Finger. Alles geht alles drüben her. Drüben her. Ja, aller Anfang ist schwer. Guten Tag, Gott. Was hat der für ein Besteck? Ist auf dem Tisch. Ah, gut. So, einmal Kaiserschmarrn für den Herrn. Der Mittagsansturm ist durch. Die Arbeit aber noch lange nicht. Mein Hirn hat sich so angefühlt, er hat schon lange nicht mehr wie so eine Achterbahn drin rumfahrt. Und irgendwie geht es nicht an den rechten Ort hin. Ich bin leer. Ich bin eigentlich schon ausgebrannt. Ich würde mich jetzt gerne aufs Ohr legen. Am Jan sein Traum scheint sich im ersten Moment zu erfüllen. Die nächsten Gäste kommen erst auf den Abend. Ah, Zimmerstunde. Ja. Aber nicht so lange. Da ist liegen. Was du machst, Zimmerstunde ist mir egal. Zimmerstunde. Serena hat aber andere Pläne. Es soll am Jan ja schließlich nicht langweilig werden. Ich bin leicht irritiert. Hast du liegen wollen, hä? Wenn ich zuzutun, noch einem versprochen, dass du ihm ein bisschen unter die Arme greifst. Ja. Bist du dabei? Ja, ja. Letzte Zeit. Letzte Zeit? Gut, der Schlittelspass, der könnte noch lustig werden, oder? Vamos! Ja! So kommt man nämlich von der Estchatador am einfachsten ins Tal runter. Ciao, Davide. Tutto bene? Ciao. Tutto bene? Alles gut? Machst du die Piste? Ja, ich weiß nicht, sie haben mir nichts gesagt. Ah, vielleicht ist besser, machst du die Piste. Na? Ja, ja, gut. Also probieren, ja? Ja, ja, gerne. Das ist ja ein Bubentraum von jedem Kind. Also auch von den Mädchen. Also ein Kindertraum. Ciao. Questo joystick, lui comandi tutto il gatto. Via fare. Oh, so geil. Oh. molto sensibile, eh? Sì. Sì.
Es ist wie ein Computergame, aber echt. Nein. Ist nicht, ist das same Computergame. Oh, Skifahrer. Wir müssen aufpassen, he? El Chauffeur. Die Zimmerstunde ist vorbei. Der Jan muss zügig zurück in die Hütte. Eine Gruppe ist fürs Fondue angemeldet. Das war jetzt eine der schönsten Zimmerstunden, die ich je hatte. Ein Schlittenabenteuer in dieser Landschaft und dann noch so einen Pistenbulli fahren. Ich habe gedacht, ich muss irgendeinen Zeich machen. Ich habe euch schon falsch verdächtigt. Aber danke für den Ausflug. Ich fühle mich jetzt wieder voller Energie. Ich hoffe, die langt für 17 wilde Italiener. Am Abend ist Testchatador nur für die Übernachtungsgäste und auf Anmeldung offen. Es sind lange Tage. Scheiße. Zum Glück habe ich es nicht am Tisch gemacht. Adesso tutti completi? Problem. Wieso? Eine Person kann kein Brot essen. Ich habe schon Kartoffeln gemacht. Du hast schon gemacht. Alles, okay. Sie ist schon zu mir gekommen. Sie ist schon zu mir. Gut, da. Ja. Wunderbar. Jetzt mache ich sie glücklich. Attenzione, formaggio caldo, molto caldo. Buon appetito, buona serata. Jetzt weiss ich einmal, wieso dass die Servicefachangestellten kommen und sagen, so eine letzte Runde. Das heisst eigentlich nicht, wenn ihr noch mal etwas bestellt, sondern hauen endlich ab. Die Nacht wird sehr kurz. Die Schuld ist Serena, die am Jans Bergleben noch ein bisschen schwerer macht. Sie hat einem Kollegen versprochen, der Jan stehe ihm den ganzen Tag zur Verfügung. Es ist 4:45 Uhr morgens. Ich bin mit Jan gewickelt und er weiss gar noch nicht, was wir ihm vorhaben. Let's go. Er wird sich freuen. Allegramme. Ich weiss etwas, ich würde euch nicht sehen. Es ist jetzt 4:45 Uhr. Zeit, allerhöchste Zeit zum Aufstehen. Oh. Ja, komm ich mal. Che best Moment, Jan, hä? So, und wo gehen wir jetzt hin mit unserem alten Ferrari? Jetzt gehen wir auf die Zuz. Und weißt du, was machen wir? Nein. Wir gehen endlich auf die Ski. Was? Du wirst gesehen. Eine Art. Wehe, wir gehen auf so originale Holzski oder so etwas. Du wirst gesehen. Das Zuzutunen wird Jan schon freudig erwartet. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Hoi, Jan, ich bin der Gudi. Gudi? Genau. Dann hoffe ich, das gibt einen guten Tag. Ja, klar. Freut mich. Freut mich, dass du da bist. Ich bin der Skischulleiter von Skischulzuzlerpunkt, genau. Und ist cool, bist du da. Zerein hat mir gesagt, du siehst dir gegen und hast ein bisschen Zeit, um mir ein bisschen helfen heute. Ja, ja, das wird mal allein wieder. Ja, genau. Wir haben die Kinderskischule, heute ist Freitag. Der Kindergarten, der da war, die ganze Woche. Und heute müssen wir mit denen ein Skirennen machen. Dein Job wird sie jetzt den Lauf stecken. Nachher übernimmst du vielleicht den Moderator. He? Das kommt gut. Aber wir müssen ein bisschen pressieren. Gut. Du kannst den Bund Stangen noch nehmen, genau, ja. Boah. Ah. Das wäre noch Start. Das solltest du auch noch mitnehmen. Ich nehme das Ziel, ist gut.
Und dann gehen wir einfach auf den Lift. Der, der das sonst macht, nimmt auch immer so viel mit, oder? Immer. Immer. Und oben rechts aussteigen, okay? Hast du dir deinen Skitag etwa so vorgestellt? Seien wir mal ehrlich, ich wusste, dass wir nicht jetzt einfach zum Plausch gehen und Skifahren. Weil ich bin ja nicht zum Spass da. Aber ich finde im Fall eines noch lustig. Ich habe immer schon mal so einen Bohrer wählen. Weil er ist ein richtiger Chefbohrer. Und wenn ich heute schon nicht der Chef bin, dafür jetzt da. Hui. Opa! Gut, ich bin da oben. Du hast legeres Gepäck, ha? Es geht eigentlich relativ ring. Ist schön, mal einen Helfer dabei zu haben. Oh, Mann. Ja, nein, der geht ja noch weiter. Nimmst du alles mit, am besten? Oh, Mann. Ich tue schon mal den Start ein bisschen richten, und dann kommt das gut, ha? Wenn du mal wirklich Fitnesstraining machen, geh mit diesen Stangen auf den Skilift. Oh, ja, ja. Da siehst du unseren Rennhang, Jan. Und du siehst vor allem hier am Anfang, es ist relativ steil. Und darum müssen wir schauen, dass die Kinder wirklich nicht zu viel Zug bekommen. Und dann empfiehlt sich wirklich, das erste Tor ziemlich gerade über zu setzen. Und dann hast du eigentlich die ganze Pistenbreite zur Verfügung. Und dunne bei der Gondel ist das Ziel. Die Kuppen sind noch heikel. Einfach so setzen, dass die Kinder über die Kuppen keine Chance machen. Okay. Ich bin jetzt eigentlich verantwortlich, dass sie keinen Unfall bauen heute. Genau. Wenn wir hier Ski senken müssen. Hey Jan, wie hast du mit dem Romanisch? Moltbenz. Gut, weil die Kinder, die nachher kommen, sind von Zernetz. Vielleicht kannst du dir mal ein paar Gedanken machen. Einfach nachher, wenn wir speakern, wäre cool, wenn wir ein paar Sachen so auf Romanisch sagen könnten. Und schau mir einfach immer das Fähnchen immer schön, dass wenn du von unten rauf schaust. Genau. So? Nein, 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 nein. Jetzt musst du es drehen. Das ist Kippstange. Ja, genau. Also Brasch in Schnee und dann kommt es gut. Genau, super. Genau. Aha, so. Jetzt. Jawohl. Jetzt. Fuck, da können wir lang gehen. Genau, jetzt ist einfach wichtig, dass du immer genug Abstand hast. Das Flacken dann gut hat, sonst spannt es nicht richtig. Genau, jetzt blau-rot kommt es gut. Ha? Also ein richtiger Pistenchef. Wirst du einen haben, der einem die Tour nachträgt, oder? Also, jetzt kommen die hier rundherum. Sehr einer. Na, bravo. Hey, kannst du mir meine Hände schon wieder geben? Es ist doch. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Es ist jetzt schon etwas speziell, weil heute habe ich ja nur Jobs bekommen, wo, wenn etwas schief läuft, dann ist noch kein Weltuntergang. Aber jetzt hier bin ich total in charge. Die Ästhetik müssen wir vielleicht noch ein bisschen anschauen. Oder schön ist, wenn alle genau gleich aussehen. Gleich aussehen tun sie. Sie sind einfach alle ein bisschen schräg. Gut. Erster Lauf gesteckt, was meinst du? Sieht gut aus von hier. Müssen wir eine Testfahrt machen? Ich würde sagen. Dann haben wir 20 Starter. Hm? 20 Starter haben wir. Gut. Ich kann mal die Linien abschauen. Die Testfahrt führt Jan direkt zu der nächsten Aufgabe. Er soll das Kinderskirennen von heute kommentieren. Möglichst auf Romanisch. Was für eine geniale Kommentatorenkabine. He? Es ist schon ein bisschen eine Anspannung da. Nur schon das Reden allein wäre eine Challenge genug. Aber jetzt muss ich da noch 7000 Knöpfe bedienen. Und ich weiss es noch von meiner eigenen Erfahrung. Das Kinderskischulrennen, das war ein mega Highlight. Und wenn dort jemand meine Zeit falsch gestoppt hätte oder
etwas rumgelaufen wäre. Und dann auch noch eine romanische Begrüßung. Und wir lassen das erste Kind bis runter ins Ziel und starten mit dem zweiten, erst wenn das erste im Ziel ist. Gudi, kommt das gut? Ja, das kommt gut. Letzte Kurve und jetzt im Ziel. Applaus für Xenia Galbao. Ich habe vorher den Hang noch rasch abgefahren, damit ich auch wirklich weiss, wo er sicher hat. Und auch der Sandro Tocci hat es geschafft. Mikro. Viel zu tun noch. Oh, bin ich jetzt schon wieder auf Sendung? Mit einem leichten Stimmbogen, das hat die nächste Fahrerin wahrscheinlich abgeschaut vom Marco Odermatt. Und jetzt noch 3 Tore bis ins Ziel, das wirst du schaffen. Jetzt kannst du voll laufen lassen. Ganz ein kleiner Wackler, aber der wird nicht viel Zeit kosten. Bis jetzt noch keine Läuferin ausgeschieden in dem doch sehr selektiv gesteckten Lauf. Vielleicht hätte man da doch noch ein paar schwierigere Kurven können einbauen können. André, da seine Ideale in der Riechtwitzel, das wird nicht wenig. Jawohl, alle Tore korrekt passiert. 16, ich kann gehen. Start in 3, 2, 1, Start! Go! Carlo, El Arno, natürlich kommt jetzt ins Ziel. Auch er mit einer absoluten Top-Zeit. Danke vielmals, sind Sie mit dabei gewesen. Geniessen Sie den wunderbaren Tag. Ciao a tutti. Also Jan, ich glaube, du hast es wirklich nicht schlecht gemacht. Aber einen Punkt haben wir jetzt doch nicht ganz so gut beachtet. Und das ist die romanische Sprache. Ich glaube, vielleicht mache ich die Siegerehrung dann doch lieber selber auf Romanisch. Aber ich glaube, wir finden noch einen guten Job für dich auch für nachher. Wo ich nicht reden muss? Ja, dort wäre ich sogar sehr dankbar. Dazu redest du gar nicht. So, Jan. Hinein in den Keller. Perfekt. Wer natürlich bei einer Siegerehrung nicht fehlen darf, ist der Snowley. Wunderbar, dann gehen wir das machen. Schaut mal, der Snowley. Schau, alle haben mega Freude, dass du da bist. Hey, der Snowley soll mal eins vortanzen, hat es geheißen von den Kindern. Na, Mela? Wollen Sie judieren, ein paar Snowley? Sie weiss, was er so tut. Perfekt. Gut. Hey, kreitsche, bin der Josue Snowley. Kreitsche, das Boom. Snowley kommt auch dann aufs Bild. Ein bisschen schön nach. Und jetzt machen wir eine schöne Welle hinzu. Jetzt ist es prompt. Oh! Udi. Hey. Sieger Erik, wo? Jan, wo bist du? Schon auf dem WC. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja. Jetzt haben wir so gut angefangen. Heute habe ich das Gefühl. Oh nein. Und jetzt hast du es verpasst. Jetzt muss ich wieder zu meinem nächsten Chef. Er hat mir gesagt, heute Abend kommen wir noch einen Damenturmverein und ich muss den servieren. Mach das. Sicher. Ist gut, perfekt. Merci, Jan. Danke für den Besuch. Danke für die Hilfe. Danke für alles Gute. Tschüss. Ciao. Zurück in der Hütte wartet schon wieder Arbeit auf den Jan. Ah, oh, bella sera. Benvenia en Estrador. Freut mich auch. Bella sera. Schön, sind ihr da. Buona sera. Buona sera. Buona
Buonasera. Ciao. Und so sollten die Scheiben sein dann. Alle aufeinander oben. Immer ein bisschen nach innen. Was ist? Rutsch ab. Schön konzentrieren und dann zupacken. Ups. Attention. Patats. Hardäpfels. Hardäpfels. Kaschöl. Tschaschöl. Tschaschöl e cucumbres. Verduras. Verduras, cucumbres e onions. Bon appetit. Informiert. Ich habe mir ja vorgestellt, wenn ich auf so eine Hütte komme, da ist die ganze Zeit ein bisschen Gaudi und die Leute sind am Tanzen und es hat noch nie jemand tanzt hier. Nein. Richtige Musik. Der Jan ist für alles gewappnet. Er hat mehr als nur die richtige Musik. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht. Willst du, oder ich? Machst du, hä? Yolanda! Ich mache lieber Liegestütz. Du kannst hier auch Liegestütz. Sollen wir zusammen Liegestütz machen? Hoppa! Ich musste schon den Käse schneiden. Und da stange mit bloßen Händen. Im Schnee rein. Hey! Oh, hey! Schön, Mann! Girls, ich muss noch nachher fahren. Am nächsten Morgen geht es den Jan gemütlicher an. So, die Ruhe vor dem Sturm. Wo ist der Jan schon wieder? Jan! Da, hier! Gehen wir. Wir heute haben das Haus voll. Zimmer machen und alles. Hast du alles schon gemacht? Ja, heute können wir die Gäste schlafen. Schlafen und Tagesgäste sind schon angemeldet. So, jetzt muss ich tatsächlich meine Suite räumen. Das Gute ist, da hat so ein sauberer Gast gewohnt. Eigentlich muss man gar nicht groß. Das wird niemand merken. Gut, wieder ins Bett durch. Das machen wir mal neu. Der Jan macht Platz für die Gäste, die hier übernachten. Oh, das liebe ich. Die mit den Reissverschlüssen. Es macht keinen Sinn, um das Gedeck hier einmal mit Knöpfen zu machen. Oh nein, falsch. Und wieder. Aus Hüttenleben, sagt er noch zu. Man ist in seinem eigenen Mikrokosmos. Das hat nichts mit dem Rest der Welt zu tun. Man muss schauen, dass die eigene Welt läuft. Da gibt es schon ordentlich zu tun, aber es ist nicht so komplex und kompliziert wie Dunne. Dunne trudelt schon wieder die ersten Tagesgäste. Zwei Pfefferminztee. Hallo zusammen. Glückstag, es gibt Cola Zero. Der Alex hat gesagt, es explodiere heute, aber bis jetzt ist noch recht gechillt. Ich habe mir jetzt sogar eine Wurst gekauft mit Krautsalat. Mhm.
Gut, bei euch noch alles gut. Wenn die Tagesgäste langsam gehen, kommen die Übernachtungsgäste. Für die hat Jan ja extra sein Zimmer geräumt. Dann wäre das hier eure Suite. Ist ja Hammer. Gell? Ist ja allerliebst. Vollholz. Ich gehe wirklich das Bett, peng, weg und am Morgen ist morgen. Gut. Der Hüttenwart Alex will, dass Jan den Weg zu der Hütte beleuchtet. Der brennt. Ich weiss nicht, ob der Alex mir hier fallen gelegt hat. Er würde mich, glaube ich, von der Küche fernhalten. Also, bis jetzt immer noch nicht geschafft, in die Küche hineinzukommen. Macht's gut, danke für alles. Jetzt mache ich noch einen Kaiserschmarrn. Ob der Alex will oder nicht. Ich gehe jetzt an die Pfanne an. Hoppa! Nein, 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 nein! Nein! Ah, ist gut. No problem. Der Herr da hätte ich noch gerne einen Kaiserschmarrn. Ja. Könnte ich den ihm zubereiten? Ah ja, könntest du machen. Kann ich machen? Ja. Soll ich einfach... Jetzt... Was machen? Spezialteig. Da oben ist der Becher. Ja. Zack. So, jetzt raus aus meiner... Ja, jetzt macht er. Jetzt... Nicht zu viel. Nicht zu viel. Jetzt ist gut. Jetzt ist recht knusprig. Decke weg. Decke weg. Jetzt machst du vier. Und jetzt drehe ich alle vier um. Ich schwöre dir, das wäre einfacher gewesen. So. Das ist so wie Geometrie. So. Das ist jetzt ein großer Moment. Danke fürs Vertrauen. Und jetzt bitte servieren. Wow. Fäustchen. Alex, most famous Kaiserschmarrn. Heute interpretiert von einem neuen Koch. Lasst es euch schmecken. Danke vielmals. Es ist um Jan sein letzter Tag auf der Estradador. Wenn ich wirklich da allein von außen gestanden am Morgen, dann denkt, es ist schon noch schön, dass heute ein Leben. Und es lohnt sich irgendwie früh aufzustehen, weil dann hat man einen Moment von der Ruhe. Und wenn ich so Freude hatte, dass ich jetzt endlich mal in die Küche rein kann, habe ich es heute auch ein bisschen zelebriert und vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Weil jeden Tag könntest du wahrscheinlich nicht so ein üppiges Frühstück machen. Oder sonst müsstest du mit dem Preis ein bisschen auf. Alex, das war's. Das war's. Und wie waren die letzten fünf Tage auf der Hütte da? Ich muss sagen, sehr, sehr schön und noch ein bisschen strenger. Ja. Ich habe also sehr viel Respekt vor dem, was du da alles machst. Eigentlich hättest du so ein bisschen Potenzial für eine so eine Hütte. Ja, man muss einwachsen. Ich wünsche dir viel Glück. Wünsche dir auch. Ja, kann ich buchen, weil nächste Woche geht es schon wieder weiter. Dann muss ich auf einer Alp für 20 Kühe sorgen. Nächste Woche? Auf der Alp ist noch keine Kuh. Aber im Fernsehen.
mache ich mich auf den Abendweg. Ja. Eine kleine Idee hätte ich noch. Ich habe gesehen, du hast hier so Kuhglocken. Kennst du den Schälenusli? Alex, wünsch mir Glück. Wünsche dir mach's gut. Ciao. Ciao. Oh! Das wäre es gewesen. Mehr Episoden findet ihr hier. Ja. Anregungen, Kritik und natürlich auch Komplimente. Und hier unten hingeschrieben. Bis bald. SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig. La 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 la.